Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier auf meinem Kanal. Wir spielen immer noch mit dem VfB Stuttgart. Das nächste Spiel werde ich wahrscheinlich simulieren, damit wir das darauffolgende dann wieder spielen können. Das darauffolgende wird hier das hier sein gegen Nattes oder Mons oder was auch immer. Deswegen simulieren wir das jetzt erstmal. Aber erstmal wechseln wir ein bisschen aus, weil ein paar Spieler von uns Platz sind. Wir lassen jetzt auch irgendwelche Spieler mal spielen, die normalerweise nicht so zum Einsatz kommen würden. Fällt mir auf, ich habe gar keinen Stürmerersatz. Einfach gar keinen Stürmerersatz. Gibt's doch gar nicht. Da müssen wir uns auf jeden Fall noch jemanden holen. Alter. Zumindest ausleihen oder so. Dann lass mich hier mal den Rupp ran. So, anstatt die Davi. Lassen wir den auch mal draußen. Maxim wird auch rausgenommen. Für Seredi. Gentner darf man durchspielen. So. Ist okay so. Und gucken wir nochmal ganz kurz auf den Transfermarkt. Es kann ja nicht sein, dass wir überhaupt gar keinen Stürmersatz haben. Leihen wir uns zumindest einen aus oder machen da mal ein Angebot. Machen mal so. Ah, da fällt mir jemand ein. Dybala heißt der. Paulo Dybala, da ist er. Ja, wurde sowieso erst dahin verkauft, deswegen könnten wir den auch nur an ausleihen. Deswegen machen wir das mal so. 2 Jahre machen wir das mal. Machen jetzt keine zukünftige Ablöse, deswegen schicken wir das einfach mal so ab. Wir haben kein... Oha. Okay. Das Gehalt reicht momentan nicht aus. Dann lassen wir das auch erstmal. Simulieren jetzt erstmal das Spiel hier. So. Aufwärmen. Und jetzt geht's los. Wir spielen das Spiel. Kostic führt also macht direkt das Führungstor in der 9. Minute. Sehr gut, 1-0 für uns. Aber da kommt auch das 1-1. Kostic macht das 2-1. Innerhalb, also 5 Minuten nach dem 1-1. Super zweimal Kostic. Jetzt ist es 60. Minute ungefähr. 3-1, 2-3. Wow, hier kommen aber viele Tore. Hoffentlich, Harnik verschießt einen Elfmeter. Gibt's auch gar nicht. Aber das haben wir gewonnen. Wenn auch vielleicht knapp. Harnik trifft einmal und Kostic zweimal. Perfekt. Aktuelles aus Deutschland brauchen wir nicht. Nationaltrainer. Lassen wir erstmal. 13 Millionen. Okay, 13 Millionen würden sie akzeptieren. Ja, also gucken wir mal. Wir haben gar nicht genug Gehalt dann. Also den Ginter können wir uns nicht leisten, das ist einfach so. Das geht einfach nicht, deswegen müssen wir mal gucken, was wir sonst machen. Ich glaube, der Jedwai wäre auch sowieso die bessere Variante gewesen. Wir machen das mal anders. Wir machen wieder ein bisschen mehr Gehalt. So. Zuweisung annehmen. Und holen uns dafür lieber sogar nochmal den... Ups, falsch. Den Dybala nochmal zu uns. So. Paulo Dybala. Machen wir den nochmal ein Leihangebot über 2 Jahre. Perfekt. So. Sehr gut. Dann geht's jetzt weiter. Nach 4 Minuten machen wir dann auch, glaube ich, mal das Spiel. Aber erstmal müssen wir ein bisschen simulieren. Akzeptiert für Jedwai. Sehr gut, 8,5 ist okay, denke ich. Der Spieler, also ich mache jetzt einfach mal 50.000, so 4 Jahre und absenden. Sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Simulieren wir nochmal. Und da ist das Spiel. Abschlussbericht ist da für Jedwai. 75 hat er. Ist okay, denke ich. 9 Millionen ist ja wert. Und ja, wir haben dem Angebot gemacht und ich hoffe, dass es angenommen wird. Abschlussbericht für Matthias Ginter ist auch da, sehr gut. Hier gibt es ein Transferangebot, ja, das nehmen wir an. So, perfekt, ausgeliehen ist er, der Erste. Und Ausleihe angenommen, perfekt. Wir haben Paulo Dybala also ausgeliehen und bestätigen das Angebot jetzt. Und das ist okay so. Sehr gut. Ah, da gibt es noch irgendeine Nachricht. Okay, der Spieler ist verliehen. Ist auch gut.
Nibala ist ein sehr, sehr guter Spieler. Bin ich sehr fest davon überzeugt. Er ist gerade mal 21 Jahre alt. Und ja, das ist gut so. Wir nehmen den mal mit anstatt Werner. Und wir lassen jetzt wieder die alten Spieler spielen. Sprich Maxim und auch die Davi. Und dafür nehmen wir die dann wieder raus. Also nicht die, sondern Seredi. nehmen ihn mit anstatt Rupp. So. Perfekt. Und dann spielen wir das Spiel jetzt auch endlich. Wird aber auch mal Zeit. Es geht los. Jetzt. Perfekt. Das Spiel startet jetzt. Können das der dritte Sieg sein, jetzt eigentlich sogar schon für uns. Wäre natürlich super. Gute Grätsche von Klein. Die nächste gute Grätsche von Klein. Oha, das wird knapp. Aber das macht er auch gut. So, dann geht's jetzt los. Wir spielen im Old Trafford. Heftig. Spiele ich ziemlich gerne drinne. Cooles Stadion auf jeden Fall. Und es geht los jetzt. Anstoß für Nattes oder Nos oder wie auch immer. Harnik kommt nicht ganz hin. Oha, Niedermeyer auch nicht. Klein muss dann da jetzt aushelfen. Oder die Davi. Muss man auf jeden Fall vor. Langerak, erste Problem und das ist das 1:0. Nach 4 Minuten führen sie schon mit 1:0. Denklich schlechter Start von uns. Gibt's auch gar nicht. Einen Moment unaufmerksam und dann liegt man direkt mal hinten. Abgefälscht, dadurch wurde es ziemlich schwer für Langerak und dann beim zweiten kann man nichts mehr machen. Ziemlich viel Pech und das macht Adrian dann natürlich rein. Klein jetzt. Guter Trick. Ah, guter Pass, kommt sogar an. Seitenwechsel. Gentner, schlechter Pass. Jetzt muss man immer aufpassen auf die Konter. Gut gemacht, gut geklärt. Ah, die Davi braucht wieder zu lange. Von dem bin ich wirklich nicht überzeugt. Okay, Vorteil. Das war wahrscheinlich ein Foul. Ja. Spielen das hier nicht schlecht auf jeden Fall. Flanke kommt nicht so gut, aber wir machen das da gefährlicher als es war. Glück, dass wir da noch klären konnten. Gentner jetzt. Ginzek. Spielt den rüber auf Harnik. Ah, schlecht von Harnik. Direkt in den Gegner reingelaufen. Die Davi jetzt. Auch nicht so gut. Ginzek, kommt er dazwischen? Nein, kommt er nicht. Aber holt den Einwurf raus. Klein. Gentner. Maxim, gute Kombination. Wieder Maxim. Och, Mann. Der letzte Ball kommt dann nicht an. Schade natürlich. Die Davi. Oben Maxim. Sieht da unten Harnik. Und der sieht da Ginzek. Ah, schlechter Kopfball, aber die Flanke war gut und der Spielzug eigentlich auch. Gar nicht schlecht bis jetzt. Die Davi. Gut dazwischen gegangen von Sunic. Ja. Ausgleich wäre jetzt schon ziemlich wichtig für uns. Und die Davi, gut. Jetzt, was macht er? Ja. Maxim täuscht er einmal an, legt dann quer für die Davi, spielt weiter auf Harnik, der zieht in die Mitte. Harnik, die Davi. Ah, schade. Nächste Chance für uns. Ah, es gibt Eckball. Ja. Kommt er angelaufen. Maxim. Maxim legt quer auf Gentner. Gentner schießt. Und wer ist denn da? Harnik. Ah, faul von uns anscheinend. Schade. Nächste gute Chance für uns. Diesmal sind wir besser als im letzten Spiel auf jeden Fall. Im letzten Spiel gegen Aston Villa war ja sogar
Aston Villa die bessere Mannschaft und wir haben gewonnen. Diesmal sind wir die bessere Mannschaft und sieht so aus, als ob wir verlieren oder liegen zumindest hinten. Heißt ja noch lange nicht, dass wir verlieren hier, Jungs, aber könnte natürlich passieren. Kostic sieht Gentner und wieder kein gutes Zuspiel. Didavi legt lieber nochmal zurück. Maxim zieht nochmal zurück. Maxim auf Gentner. Gentner auf Kostic. Ach Mann, da wollte ich den gar nicht hinhaben. Wir sind da zu spielerisch vorm Tor. Wir könnten da einfach mal ein paar Mal öfter drauf schießen. Aber das machen wir nicht so klug da vorne. Wir können das nicht so richtig ausspielen. Oha, das ist das. Die Latte rettet für uns. Aber es ist noch nicht geklärt. Das wäre aber sowas von unverdient, wenn die jetzt sogar das 2-0 schießen würden. Geklärt. Jetzt gibt's Ecke. Also vom Verdient ist hier auf gar keinen Fall die Rede. Okay, jetzt vielleicht ein Konter. Kostic, der ist ja schnell. Kostic zieht nach innen. Sehr gut gemacht. Kostic auf dem Weg zum Tor. Zieht zurück. Kostic sieht Ginzek und Ginzek schießt das 1:1. Sehr gut, das ist befreiend, Jungs. Super gemacht von Kostic da. Sein Sprint war sehr gut. Gut, dass Ginzek da mitgelaufen ist und dass er den da reinmachen konnte. Zweite Tor von ihm jetzt, glaube ich, schon in diesem Turnier. Das ist das 1:1 und damit sieht das alles ganz schon, das Ganze schon viel besser aus. 40. Minute, kurz vor der Halbzeit. Macht er hier das 1:1, der Ginzek? Ja. Jetzt dürfen wir nur nicht locker lassen. Wir müssen versuchen, auf den Führungstreffer zu spielen. Und hinten versuchen, sowas nicht zu machen. Genau sowas. Oh, wir kriegen den Ball da nicht geklärt. Was ist denn da los? Ah, Nick kommt auch nicht hin. Gut, dass die Ecke nicht gut kommt. Haben wir Glück gehabt. Langerack hat jetzt Abstoß. Macht auch eine ziemlich gefährliche Sache eigentlich. Langerack spielt auf Sunic. Didavi, Klein. Super Kombination hier, wenn der jetzt nicht ins Aus geht, könnte das sogar relativ gefährlich werden, außer man macht so einen Müll wie ich hier. Okay, das war das Foul. Sehe ich ein, das war auch nicht gerade klug hier von Harnik. Das war überflüssig. Ja, wir gewinnen das Kopfballduell. Und es ist Halbzeit. 1:1. Also, tja, ist okay, denke ich. Wechseln mal aus. Wir bringen Paulo Dybala auf jeden Fall mal. Seredi. Und vielleicht noch Cruz. So. Das reicht erstmal. Und damit hoffe ich, dass wir natürlich jetzt gute Leistung mit denen bringen. Dybala. Super Spieler, bin ich ganz von überzeugt. So, spielen erstmal nach hinten. Seitenwechsel auf Niedermeier. Kostic. Oh, da sind unsere eigenen Spieler uns im Weg. Dybala, fast die erste Chance für ihn. Gute Idee von Seredi. Hat gesehen, dass er da gestartet ist. Daniel Didavi kommt dann nicht hin. Ja, wir müssen attackieren. Relativ früh. Ich gehe sogar auf Offensiv. Ich möchte das Spiel ganz gerne hier gewinnen. In unserer Gruppenphase möchte ich Erster werden. In unserer Gruppe meine ich. Und das schafft man natürlich super mit 3 Siegen. Seredi muss da jetzt attackieren. Geht drauf, aber kriegt den Ball nicht. Die spielen gut. Die spielen ziemlich sicher, kaum Fehlpässe. Und dann ist das natürlich auch schwer für uns, da irgendwie an den Ball zu kommen, wenn da keine Fehler gemacht werden. Ja. Kostic. Guck mal, bei uns ist direkt so ein Fehlpass. Das kann nicht sein. Beziehungsweise, es kann schon sein, aber es darf nicht sein. Davi attackiert sehr, sehr früh. Ah, und wird fast dafür belohnt. Maxim geht jetzt drauf. Jetzt die Davi. Ja. Ziehen sich aber auch ziemlich heftig zurück.
denke nicht, dass die versuchen, hier noch irgendwie das Führungstor zu schießen. Die wollen da eher ruhig hinten rumspielen. Ich denke, die sind zufrieden mit dem Punkt hier. Aber wir nicht. Hanik. Ah ne, das war gar nicht Hanik. Hanik wurde ausgewechselt. Ah, das war schlecht. Das war schlecht. Cruz war das vorhin. Klein. Geht hin. Die Davi macht das auch nicht schlecht. Aber das Problem ist, dass keiner richtig mitläuft. Kostic. 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 Immer noch Kostic. Und es gibt. Was auch immer. Was ist es? Was war das? Ich weiß es gar nicht, ob das jetzt Abseits war oder das ein Foul von uns war. Weiß ich nicht. Oh, gefährlich. Und das jetzt kein Abseits ist, ist das sehr gefährlich. Es ist. Boah. Glück gehabt. Seredi. Oh, der Pass kommt auch nicht an. Das gibt es nicht. Kostic greift da an. Okay. Jetzt nochmal die Chance für uns, uns zu ordnen und sowas. Sonst wird das ziemlich brenzlig. Oh, was für ein Fehlpass. Schrecklich, was ist denn hier los? Alles direkt hier, sehr gut. Seiten gewechselt, jetzt ein bisschen mehr Platz für ihn. Gibt's nicht. Jetzt vielleicht die Baller. Hackentrick. Die Davi holt sich genau in dem Moment eine Zerrung. Gibt's denn das? Alter Schwede, das gibt's doch gar nicht. Jetzt wieder ein Foul von uns anscheinend. Naja, die Schiedsrichter sind kleinlicher geworden, habe ich das Gefühl. Wir gewinnen das Kopfballduell da zwar ziemlich gut, aber sind trotzdem nicht in Ballbesitz. Und immer noch nicht. Jetzt Sunic. Okay. Seredi. Maxim. Oh, super Grätsche im genau richtigen Moment von ihnen. Oha, wenn wir jetzt noch das Tor kassieren, das wäre so heftig. Aber Niedermeier geht da dazwischen. Da war vielleicht sogar das Foul auch mal angebracht. Auch wenn wir dafür jetzt vielleicht die gelbe Karte kassieren. Ja, haben wir sie kassiert? Ich weiß es gar nicht genau. Wäre auf jeden Fall gerechtfertigt. Oh, gute Freistoßvariante. Aber der Freistoß generell war schlecht. Längere Rack. Oh, was macht er denn? Was ist denn das? Gibt's doch gar nicht. Die Baller ist dazwischen. Kriegt den Ball aber nicht richtig. Ich glaube, wir sollten uns hier auf das 1 zu 1 einstellen. Auch wenn das nicht wirklich fair ist, weil wir ziemlich viel für das Spiel getan haben. Aber vielleicht kriegen wir sogar nochmal die Chance. Klein. Cruz. Die Davi zieht zurück. Sieht da die Baller. Er schickt nochmal Cruz. Gutes Zusammenspiel jetzt. Cruz. Auf die Davi. Nein, das gibt's doch nicht. Der letzte Pass schon wieder. Das wäre wieder so eine gute Chance geworden. Und jetzt anscheinend gibt es die Chance eher für den Gegner. Oha, was für. Alter Schwede, was für ein Fehlpass wieder. Mit den Pässen müssen wir auf jeden Fall nochmal daran arbeiten. Kostic. Aber vielleicht gibt es die Chance nochmal. Kostic und er pfeift ab. Das war's, das war das 1 zu 1. Tja. Nicht besonders gut, aber auch nicht so schlecht. Denke, damit kann man leben. Wir haben jetzt zwei Siege, einen Unentschieden. Ich glaube, damit könnten wir sogar Erster sein, oder? Sind auf jeden Fall weitergekommen. Simulieren wir mal nochmal. Die ganzen Trainingseinheiten. Oh, Werner, ziemlich schlecht. Und Kostic ist eine Stufe besser geworden. Sehr gut. Hat jetzt eine 78. Perfekt. Gucken wir nochmal. Ah, Jedwai hat akzeptiert. Sehr gut. Den Spieler holen wir uns jetzt. Das ist unser. Sehr gut. Unser erster Transfer ist getätigt worden. Und wir haben Turnierpreisgeld bekommen von 1,3 Millionen. Sehr gut. Und dann hat sich die Davi verletzt. Hoffentlich nicht ernsthaft. Also nicht schwer.
Dann lassen wir mal Seredi dran. Nehmen Jedwai mal mit. Und tauschen ihn mal mit Niedermeier. So. Sieht das Ganze doch schon ziemlich gut aus. Simulieren wir noch einmal. Und das nächste Spiel wird sein gegen Saint-Étienne. Tja. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen da, auch wenn der Part ein bisschen länger geworden ist. Abo nicht vergessen und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.